Und wir haben immer noch 10 Souls. Ne? Also die 10 Souls sind ja auf jeden Fall für uns jetzt erstmal eine gute Sache. 6, 8, 12. Dann machen wir jetzt schon mal Vorbereitungsmaßnahme. Research complete. No active research. Schon wieder? Ah, jetzt wird's teurer, okay. Howie, wunderschönen guten Abend und Nitram auch so. Hey, jetzt habt ihr euch abgesprochen. Ihr merkt das doch. Ich merke das doch. Q ist zu klein allerdings. Ja, Strom reicht jetzt dicke aus. Das passt schon. Aber es dauert jetzt auch ein bisschen länger. Die Forschung wird teurer, je öfter man sie macht. Dann passt es auch wieder mit der Langzeit. Wir haben 44 Milliarden. Was kann uns passieren? Die Fahne. Guter Einwand. Warte kurz, Deko. So, Fahne muss gebaut werden. Der nächste wäre auch schon wieder da. Ey, wir haben schon jetzt 33 besondere. Was ich cool fände, wenn man den abheben lassen könnte und wieder zurück... Kann man das? Den abheben lassen und zurückfliegen? Ja gut, aber dann sind hier keine Drohnen unterwegs, ne? Dann könnte man den theoretisch heimschicken und wieder herschicken. Wir haben ja noch 10 Souls Zeit, ne? Also Kopie 1 ist das. Das machen wir aber dann, wir brauchen, ich würde sagen, wir lassen das noch ein bisschen befüllen. Weil, das lohnt sich dann schon. Anitram, das ist, wir haben bei vielen Sachen auch in der, wir haben viel Pech gehabt am Anfang und viele Sachen, die extrem gedauert haben, weil es halt auch schwerer ist mit durchgewürfelten Forschungsqueue und solche Geschichten. Das ist ja nicht so ohne, ne, das braucht schon ein bisschen Nerven, aber wir haben auch Glück gehabt mit dem Mohole zum Beispiel, also das war auch Glück, das war Luck, ja. Laborsäuberung. Besorgte Wissenschaftler haben nicht nur in einem Labor Spionagegeräte gefunden, sondern in 3. Nachdem so viele Geräte gefunden wurden, können wir davon ausgehen, dass unsere Rivalen viel in die Spionage investiert haben. Die einzig vernünftige Lösung ist, die Labore zu schließen und alle Spionagegeräte aufzuspüren. Und dann kommt die 1. Ich bin kein großer Fan von vernünftigen Lösungen. Labore werden weiterarbeiten, bis die Säuberung durchgeführt wird. Die Produktion der Forschungsgebäude wird herabgesetzt. Schließen wir alle Labore und vernichten die Geräte. Forschungsgebäude sind für 2 Souls geschlossen. Ihr wollt die 2, ihr kriegt die 2. Selbstverständlich, Chat. Selbstverständlich. Alter Schwede, schnell! Ich komme nicht mehr nach. So. Ja gut, wir haben jetzt schon ordentlich was drin. Wie schaut es denn jetzt hier aus? noch, dann ist der durch. Dann können wir nämlich den schon hier runterstellen. Der ist durch. Einpacken. Kommt ja der andere auch bald. Wie viel ist denn da drin? 23 noch. Und hier 30 noch. Okay.
Ente Klubbe D! Dankeschön für den 20. Monat, ey! Vielen lieben Dank dir! Stefan, ich weiß nicht, ob es der 4. Stream ist. 4. oder 5. auf jeden Fall. Irgendwo in dem Dreh werden wir uns befinden. Wie viel haben wir jetzt drinnen? Die Hälfte ist schon drin. Da geht noch was. Also ich will die schon recht gut voll machen. Was kosten eigentlich das hier? Baukosten des Upgrades. Dann upgraden wir mal alle gerade und verstärken die gerade. Brauchen mehr Strom dann auch. Okay, die brauchen definitiv sehr viel mehr Strom dann auch. Research complete. Research complete. Okay, dann wird am nächsten Tag einer mehr gehen. Also warte mal, hier oben ist ja noch was am Boden. Da auch noch. Okay, dann läuft schon ganz gut. Das haben wir nicht. Da haben wir auch nichts da. Okay. So. Wenn das jetzt noch durch ist, dann setzen wir den jetzt nach hier um, damit die das eigentlich ausgraben. Jetzt. Und dann packen wir den einfach hier rüber. Was geht denn bei ihm hier? Kein Beton mehr. Das macht die Sache natürlich weniger geil. Wenn du das abbaust, sind die Upgrades weg. 9 Souls noch, ja. Hallöchen, Matthias. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Das macht's natürlich auch spannend. Wenn nach so einer Geschichte dann das nicht mehr geht. Ah, wir haben auch das nicht mehr. Okay, alles klar. Das ist auch durch. Das heißt, wir müssen mit dem leben, was wir haben, was jetzt nicht schlimm ist gerade. Wir brauchen eh super viel Strom gerade. Resources are low. So, wenn ich das ausschalte, also das können wir eh nicht ausnutzen, weil dafür fehlt uns der Strom einfach dann auch. So, jetzt sind wir bei 7 Souls 19 und die Rakete ist schon ordentlich, wird beladen, sagen wir es mal so. No active research. Ja, ist ja gut jetzt. Bin ich froh, wenn die mal so 40.000, 50.000 Forschungspunkte braucht, dann dauert das nicht so ewig. Dann dauert das so ewig und dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit zwischen Forschungspunkten dann wieder. Ach, herrlich. Es läuft gar wunderhübschest. 52, ey, da können wir schon eine Kuppel mitbauen, ne? Also das ist schon ordentlich, was wir hier eingeladen haben. Ja, 64 Milliarden. Ich finde, das muss man schon. Das gehört sich schon so. Ja, der oder so. Also, dafür, dass das 540%ige Schwierigkeit hat, das Spiel, in dem Run, ist es schon. Sind wir gut durchgekommen bisher, ja? Also, man kann das schon so, glaube ich, zusammenfassen. Und einen dritten Weltkrieg haben wir auch noch verhindert. Also. Ich würde sagen, wir waren teilweise erfolgreich. Kann man sich schon fast im Mars kaufen, oder? Ich weiß gar nicht, ne? 64 Milliarden ist so unvorstellbar viel einfach.
Oh, wir kriegen eher ein anderes Problem. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich eher Metalle. Sonst können wir die Wartung nämlich uns irgendwann an die Nase schmieren. Wir sind nun teilweise erfolgreich. Wir sind ja noch nicht durch, ne? Volango, es kann ja auch alles möglich sein. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt 82.000 Fracht hier drin. Lad mal bitte auch das ein. Jetzt müssen die das auch noch wegpacken. Und Armee-Polymere nicht an? Doch, sollen sie auch einladen. Resources are low. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich schick die jetzt zum Mars zurück. Und dann schicken wir sie sofort wieder nach Coupier zurück. Die muss jetzt relativ flott die Karotti wieder zurück, weil sonst haben wir ein bisschen eng, ne? Hier. Ninkasi heißt das Ding. Ach, da können wir sofort auch hinschauen. Okay, alles klar, gut. Abfall mit zum Verflüssigen. Ja, könnte man machen. Ist aber jetzt nicht, also nicht zwingend notwendig, finde ich. So, jetzt wird hier gleich wieder nachgetankt. Und dann machen wir das gleich fertig und schicken sie sofort wieder da zurück mit allem, was da drinnen ist. Das heißt, die wird auch komplett betankt jetzt. Das bedeutet, wir kriegen hier auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Dröhnchen drauf, damit die einfach mehr Power haben. Von oben kommt, glaube ich, keine weiter. Von unten aber schon. Und von der Seite auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen mehr Power geben. Dann, wenn die. Schau mal, was da abgeht, ey. An der Ladefläche ist ordentlich gut. Das mit dem Fertigbauen ist natürlich jetzt so eine doofe Geschichte. Müsste startklar sein, ne? Noch ein bisschen Sprit rein und dann wird das schon. Wir haben genug. Muss doch jetzt reichen, oder? Polymere sind das Problem. Wir fehlen da noch zwei. Momentan handeln wir die gar nicht, ne? Sollten sie aber definitiv beim nächsten Angebot wieder tun. Aber jetzt soll es klappen, oder? Eine noch. Ja, und... Zack, ab dafür! Resources are low. Gut. Okay. Dann weiter hier. 5 Souls haben wir noch Zeit. Und wir haben jetzt hier keine Energie gerade. Research complete. No active research. Jetzt sind wir schon fast bei 10.000. Hat sich fast verdoppelt schon. Jetzt ist sie da. Die produzieren weiter und die produzieren auch gut schon. Okay, dann können wir jetzt wieder weitermachen hier. Da muss auch schon mal die ersten Sachen müssen auch hier schon repariert werden wieder. Tag. Gut. Kai, Dankeschön für 55 Biddies. Vielen lieben Dank dir. So, jetzt machen wir das Ding gerade hier ein bisschen startklar. Ha? Wird wieder gut eingeladen.
sollen echt mal ein paar Bürsten mitnehmen, ha? Nochmal 250 hinterher. Dankeschön, Kai. Vielen lieben Dank dir. Das ist saulieb mit den Biddies. Vielen lieben Dank. Kai haut auch immer wahnsinnig viele Biddies raus, ne? Aber er schafft's. Ja, er ist schon auf Platz 3. Ist schon mega gut, ne? Krass, Kai, dankeschön. Guten Abend. Hey, guten Abend dir auch. Hi. Kai, dankeschön. Das ist gut. Danke vielmals. So war das jetzt nicht gemeint, ja? Oh, wir sind fertig. Resources are low. Research. Den Rest lassen wir jetzt hier mal stehen. So, wie viel haben wir da drin? Das passt ganz gut so. Okay, den Rest machen wir hier kaputt. So. Damit wären wir hier startklar nach 4 Souls. Wir hätten das natürlich hier mitnehmen können, aber das brauchen wir tatsächlich gar nicht. Dann würde ich sagen, ab dafür. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Stromakkumulator nehmen wir auch mit. Und die großen Solarkollektoren nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Muss passen. Resources are low. Yay! So. Kai, nochmal Dankeschön für 200 Biddies, ey. Was war das vorhin? Nächste Woche geht's weiter. Ey, Dankeschön, ey. Ohne Witz. Vielen lieben Dank dir. Kai, ist jetzt Platz 1? Bits Leader 1. Warum würden wir das dann... Jetzt ist er auf Platz 1, tatsächlich. Jetzt ist er auf von 3 auf 1 hochgegangen. Hat Landon nämlich zurückgelassen. Oh, okay, cool. Jetzt hat er Platz 1 sich ergattert. Ja, Polymere habe ich einen Engpass, Nitram. Tatsächlich. Das ist ein bisschen knapp hier alles. Wobei das nur... Das ist immer nur so, das hat immer so Peaks, ne? Dann geht's mal, dann brauche ich plötzlich ganz viel, wie hier jetzt zum Beispiel, wo ewig nichts vorangeht, weil das gesamte Netzwerk leer ist und dann plötzlich habe ich wieder so viel, dass alles zu spät ist. So, bietet 63 für 50 an. Ich glaube, das ist doch dann das hier, oder? Machen wir mal. Platz 1. Ja, genau, Kai. Ja, jetzt die Runde ist halt voll hoch, ne? Und jetzt müssen wir hier die Fertigbauten neu einjustieren. Aber wenn wir das halt so mitnehmen, wie es gerade eben war, dann haben wir halt super wenig Platz auch tatsächlich. Vom anderen Zeugs, ne? Also wir können da nicht so krass viel machen. Da kommt eine Rakete von Paradox. Genau, und wir laden jetzt 50 von unseren 5000 ein. Und kriegen dann nochmal fast so viel, wie wir jetzt insgesamt haben an Polymeren. Das sollte vielleicht dann ein bisschen helfen. Wir haben mittlerweile 41 Saatgut. Jetzt zurück zum eigentlichen Kernproblem, das wir vorhin die ganze Zeit machen oder lösen wollten. Und zwar das hier. Research complete. No active research. Kann ich das irgendwie so machen, dass das hier so rübergeht? Nee, ne? Sehr doof. Schaut total dämlich aus.
Also Automatisierung. Ah, das produziert nur Essen, das Ding. Ja, machen wir so wieder. Weißt du was? Schade, dass man das nicht umstellen kann. Aber was wir umstellen können, ist dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier Essen produzieren, lass uns mal das Ding jetzt hier rausreißen. Die zwei meinetwegen. Und lass uns da zwei Farmen aufbauen. Und lass uns auf den beiden Farmen... Warte mal kurz. So, ein bisschen aufräumen gerade. Lass uns auf den beiden Farmen, ja... The new 5k Bits Badge. Was? Kai? Das musst du mal zeigen, das Ding. 5000er Bits Badge habe ich auch noch nie gesehen. So, pass auf. Saatgut. Oh nein! Ich habe gerade für alle die erste Produktion von Saatgut umgestellt. Das war vielleicht nicht ganz so clever, ne? Aber okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Kann man ja immer noch ändern. Bei denen mache ich es aber nicht. Machen wir nur wirklich bei den Farmen. Nee, keine Sojabohnen-Saatgut. Sollen die hier Essen produzieren? Das passt. Und die hier können eben, wie gesagt, Saatgut herstellen. Okay. Dann sollte das jetzt ganz gut klappen. Unsere Uni bildet aus, aber nicht krass viel. Das ist okay. Sehr, sehr angenehm. Wie viele wohnen in der Seniorenkuppel? 88 Leute. Warte kurz. Wie viele haben wir insgesamt hier? Ach, oh, wir steigern unsere personelle Besetzung hier aber ordentlich, du. Schau mal hin. Wenn ich jetzt mal angucke, wir waren ja schon deutlich niedriger. Ne? Also wir waren schon deutlich niedriger als das jetzt hier. Also das ging schon mal, das war schon mal extrem, ja. Vielleicht nächste Kuppel planen. Ja, Friedrich, wir wollen ja runter. Wir wollen ja unterirdisch weitermachen. Wir haben jetzt auch wahnsinnig gut diese seltenen Dinger. Die packen wir ja auch alle nach unten gleich. Müssen bloß wieder einzeln runterschieben. Gut, dann sind die auf dem Weg nach unten. Was fehlt denn unten eigentlich noch? Mal so. So. Bisschen Sprit kann auch mal runter. Okay, ab dafür. Tausend, glaube ich, oder 500 Korn. Aber ich glaube tatsächlich 1000. So. Mal gucken, ob das reicht. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem ersten Terraforming-Anteil an. Und zwar, ihr wisst, wie es ist, Aufforstung ist immer wichtig. Und zwar, wir machen die erste Aufforstung hier oben ran. Die zweite kommt dann hier hin. Die dritte machen wir dann hier unten ran. So, und das reicht jetzt erstmal, damit wir so eine kleine Grundfläche herbekommen, die so ein bisschen begrünt wird.
Das wird ganz easy peasy von den Drohnen, also von den Flugdrohnen wird das angeliefert. Die haben, glaube ich, momentan eine hohe Last global. Das ist weniger angenehm. Dann müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir die hohe Last ein bisschen runterbekommen. Wir müssen auch mit dem Treibstoff, wir brauchen jetzt nicht drauf schauen, das sage ich gar nicht, weil wir haben extrem viel. Aber wir können nicht extrem unendlich da reinballern. Kirito, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wie viele Kuppeln gibt es eigentlich nun? Wir haben hier 6 Stück und unten ist im Keller ist noch eine. Im Unterirdisch. So, wir können nochmal hier ganz kurz was nachlegen. Ey, Sonny, dankeschön für den 4. Monat im Prime Resub. Danke vielmals. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Warte mal, da gibt es auch von mir nochmal ein Hype. Hype. So. Ups and the downs, my heart will never stray.